Wir haben einen großen Fehler gemacht. Wir lagen komplett falsch. Ich werde euch in diesem Video erklären, warum wir falsch lagen. Und es geht um Krieg und um die Waffenlieferungen. Da möchte ich gerne dazu sagen, warum wir komplett falsch gelegen haben. Und ich freue mich auf eure Meinung. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Nerianna Kardinal. Ich bin Heilmedium und Buchautorin. Und es geht jetzt um das Thema Krieg und Frieden. Es geht um die Waffenlieferungen und es geht um unsere Denkweise. Ich habe dazu ein Video, was wir uns jetzt gleich anschauen, einen kleinen Ausschnitt. Und da ist eine ältere Frau und die sagt ganz genau, worum es geht und was wichtig ist. Schaut euch das mal an. Ja, und dann gab es noch diese Frau. Die Panzer sollen rollen, wir sollen die Ukraine unterstützen. Putin gehört besiegt, denn wir werden keine Ruhe in Europa haben, solange Putin an der Macht ist. Das sagt nicht nur ich, das sagt die Regierung, die Medien, die Politiker, sagen alle. Das sagen alle. Okay, Zeit. Das sagen alle, seht ihr? Und das ist die Meinung, die hier weitergegeben wird von der Regierung. Und die Menschen glauben es ja. Alles, was man jeden Tag sagt, was man jeden Tag bringt in den Nachrichten, das wird geglaubt, weil es ist ja eine ständige Berieselung. Und das heißt jetzt hier, wenn wir also Waffen liefern, wenn wir ganz viele Waffen liefern, dann ist Frieden. Ich spiele mal weiter noch in diesem Video. Den Ukraine-Krieg weiß also jedes Kind, Krieg ist Frieden. Daher habe ich nun die Patentlösung entwickelt, um alle Kriege auf der ganzen Welt zu beenden und erwarte hierfür auch den Nobelpreis für den Ersten Weltfrieden. Und das ist toll, weil was er jetzt sagt, das müsst ihr euch gleich mal anhören. Idee, fragst du dich? Naja, hier schon mal ein kleiner Denkanstoß. Warum kam noch nie jemand auf die Idee, die letzten 20 Jahre zu sagen, wir müssen nach Palästina als Panzer und Waffen senden? Kannst du mir das erklären? Das ist eine sehr gute Frage. Weil macht doch keinen Sinn, weil wenn wir Ukraine helfen gegen die starken Russen, müssen wir auch den Palästinensern helfen gegen die starken Israelis, eigentlich. Palästina, wenn man denen helfen würde, so wie sie es sagen, dann hätte man kein gutes Licht im globalen System, würde wirtschaftlich Probleme kriegen und würde sozial auch Probleme kriegen. Aber ist komisch, ne? Auf jeden Fall. Das ist komisch, ja. Es wird nur für die Ukraine werden Waffen geliefert. Ist das vielleicht eine Manipulation? Warum ist es denn so? Was denkt ihr dabei? Was bewegt euch, wenn ich das jetzt so zu euch sage? Ich übertreibe heute ein bisschen, aber ihr versteht sicher, was ich meine. Doppelmoral des globalen Diese Systems, dass wir Doppelmoral, genau. Waffen liefern. Müssen wir auch Palästina-Waffen liefern, Irak-Waffen liefern, Syrien-Waffen liefern? Haben wir nie gemacht. Wir haben nach Syrien, haben wir Bomben geschmissen. Nicht. Einen wunderschönen guten Tag. Ich habe eine Frage an dich. Was steht hier drauf? Panzer senden, Krieg beenden. Panzer senden, Krieg beenden. Panzer senden, Krieg beenden, hat er geschrieben. Witzig, ne? In größeren Plätzen, da wird er nicht lesen. Panzer senden, Krieg beenden. Panzer senden, Krieg beenden. Panzer senden, Krieg beenden. Was haltet ihr davon? Welche Panzer? Friedenspanzer. Friedenspanzer, ja, bin ich dafür. Finde ich gut. Finde ich gut, ja. Jeder verdient es. Habt ihr gesehen? Sie sind dafür, sie finden es alle gut. Zu leben, finde ich. Etwas einfach gestrickt, oder? Da bricht gerade der Dritte Weltkrieg aus. Ja, weil gerade lernen wir bei der Ukraine, wir brauchen jetzt mehr Panzer dahin zu senden, dass es in Frieden dahin kommen wird. Die Panzer, okay, ja. Das habe ich nicht mit. Sie sind auch alle dafür. Ich gedacht, tut mir leid, ja, vielleicht Panzer doch, ja. Ja, das mag vielleicht oberflächlich betrachtet so scheinen, aber das wird nicht zutreffen. Also Panzer werden den Krieg jetzt nicht beenden, weil Panzer. Das ist eine intelligente Frau hier. Lösen auch Krieg aus. Panzer zu senden bringt keinen Frieden, ja? Das ist wirklich komisch. Ja? Das bringt nur mehr Eskalation bei allen Kriegen, ja. Weil ich glaube, dass man damit halt nur mehr Benzin ins Feuer schüttet, ne? Statt dass man einfach deeskaliert. Okay. Also die Eskalation, da müssen wir irgendwo mit einem friedlicheren Zugang methodisch starten, ne? Und nicht einfach nachfeuern. Also bin ich sehr klar. I'm from Ukraine. Und genauso klar ist auch die Sicht der Ukrainer. Und das hier ist natürlich sehr wichtig zu hören. Also die Ukrainer sind ja auch beeinflusst. Hört euch's an. Für sie bringen Waffen Frieden. Yes. Weapons bring peace, because now our children are killed. We need
to defend our children from Russian killers. Und deswegen sagen wir gerade bei der Ukraine, dass wir jetzt mehr Panzer senden, weil dann der Krieg beendet wird. Also deswegen habe ich hier stehen, Panzer senden, Krieg beenden. Was in der Ukraine funktioniert? Muss doch auch auf der ganzen Welt funktionieren. Meine Idee wäre gewesen, wenn wir beim Ukraine-Konflikt gelernt haben, dass Gespräche nichts bringen und wir lieber dort Waffen hinsenden sollten. Es gibt ja sehr viele Konflikte auf der Welt gerade. Palästina, Jemen. So, ich habe jetzt mal wieder umgeschalten. Also ihr versteht jetzt, was ich meine, und ihr dürft mir gerne eure Meinung unter das Video schreiben. Wie kann es denn dazu kommen, dass so viele Menschen das alles glauben? Das ist doch eine ganz große Meinungsmanipulation. Und ihr Lieben, wo führt uns das denn hin? Es führt ja bestimmt nicht zu etwas Gutem, denn wenn ich, wie der eine Herr gesagt hat, Benzin in das Feuer schütte, ihr kennt das, was passiert dann? Es explodiert, es gibt noch mehr Feuer. Und so wird gerade eben diese Sache gehandhabt. Ich habe hier noch was, was ihr lesen könnt. Ich schalte gerade mal um. Da sehen wir eine Meldung. Scholz sichert Ukraine weitere Waffen und Munition zu. Und das ist jetzt vom 16. März 2023. Also es wird ständig weiter geliefert, ständig weiter gemacht. Und so soll also der Frieden kommen. So soll der Frieden kommen. Seid ihr der Meinung von diesem Scholz? Oder seid ihr eher meiner Meinung, wo ich sage, das kann nicht sein. Es kann absolut nicht sein, dass hier Frieden erreicht wird durch Waffen, sondern Frieden braucht einfach Verhandlungen. Frieden braucht Kompromisse, damit jeder zufrieden ist. Es ist so wie ein Streit, den man schlichtet. Den kann man mit Worten, mit Kompromissen schlichten, aber nicht mit Waffen. Das wird immer, immer schlimmer. Ja, ihr Lieben, also wir lagen komplett falsch. Wir haben immer gedacht, Frieden erreicht man über Verhandlungen, was ich gerade gesagt habe, und nicht mit Waffen. Aber es ist anders. Hier bei uns ist es anders. Die Regierung hat ja recht. Sie sagt, wir brauchen Waffen, damit Frieden wird. Ja, so ist das. Ich habe jetzt dazu mal Erzengel Gabriel befragt, was er da für eine Botschaft für uns hat. Was bedeutet Krieg, was bedeutet Frieden und ob es überhaupt nötig ist, dass man sich so sehr streitet auf der Erde oder was das für einen Grund hat. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Freude dabei. Ich werde mich einsprühen mit dem Auraspray. Und ich habe übrigens ein neues Auraspray. Wo steht es? Das ist hier. Das ist das Auraspray mit den sieben Erzengeln. Da sind die sieben Erzengel drin und das nehme ich natürlich auch sehr gerne, um mich jetzt auf Engel Raphael einzustimmen. Und ich werde auch auf Telegram immer wieder noch etwas dazu sagen, was dann die geistige Welt nachträglich noch sagt oder was dann in den Kommentaren aufgetaucht ist, auch das werde ich auf Telegram posten und da könnt ihr immer noch mal schauen, weil manchmal kann man gar nicht alles hier so in ein Video reinbringen. Deswegen ist es gut, wenn du dich informieren möchtest, dass du dann da auch noch mal nachschaust. Ja, und wir haben ja dann auch bald das Webinar mit Erzengel Gabriel und dort werden wir ganz viel Energie und Techniken bekommen für einen Neubeginn, also nicht für einen wirklichen Neubeginn, nicht für einen Krieg, den man mit Waffen beenden will, sondern die Energie, die wir eigentlich brauchen, damit es hier bei uns positiv weitergeht. Das werden wir bekommen, diese Werkzeuge und diese Botschaften von Erzengel Raphael. Und jetzt wird es eine geben für das Thema, warum es keine Einigung gibt, warum hier die Menschen so manipuliert sind. Ich wünsche euch ganz viel Freude dabei. Es ist die Liebe, die jetzt zu dir strömt. Es ist mein Licht, welches ich dir überreiche. Und dieses Licht trägt den Frieden. Dieses Licht ist die Friedensenergie, die zu dir strömt. Und
Ich überreiche es dir voller Freude und Achtsamkeit. Das, was gerade bei euch auf der Erde geschieht, ist eine große Manipulation, denn die Gegenseite versucht, so viel wie möglich Menschen zu beeinflussen, um sich letztendlich zu bereichern an der Angst und an dem Geld. Denn es geht bei euch auf der Erde zum größten Teil um Macht und Geld. Und die Systeme, die schon seit langen Jahren bestehen, sie sind sehr ins Wackeln geraten. Das heißt, nichts ist mehr sicher für eure Machthaber. Nichts ist mehr so, wie es war. Deswegen werden Kriege veranstaltet, um danach von euch Dinge zu verlangen, die ihr ohne große Angst und Kriege niemals akzeptieren würdet. Das ist die Wahrheit. Das ist das, was hinter eurem Rücken geschieht. Und es ist immer wieder an euch zu überlegen, ob das, was gesagt wird, mit dem Gefühl in eurem Herzen zusammenpasst. Das ist das, was ich euch rate, was ich dir rate. Prüfe alles, jede Aussage mit der Stimme deines Herzens. Denn die Stimme deines Herzens, sie kommt aus deiner göttlichen Flamme. Und die göttliche Flamme ist mit deiner Seele und mit der Gottesliebe verbunden. Das bedeutet, dass über die göttliche Flamme, über deine Herzensenergie, die reine Wahrheit zu dir spricht. Und solange du dies für dich selbst immer wieder überprüfst und auch danach handelst, wirst du wissen, ob du manipuliert werden sollst oder nicht. Und ich weiß, dass jeder, der heute zuhört, ein höheres Bewusstsein trägt. Und ich weiß, dass jeder, der heute zuhört, die innere Stimme des Herzens kennt und dass ihr alle, so wie ihr hier erschienen seid, das Licht der Liebe und des Friedens in euch tragt. Das ist das Wichtigste, das Licht in euch zu tragen und zu fühlen und danach zu leben. Denn die Aktion ist erforderlich, danach zu leben. Ihr habt gelernt, dass das, was in euren Chefetagen gesagt wird, die Menschen glauben. Das sind aber nur die Menschen, die oberflächlich sind, welche nicht in die Tiefe gehen. Es ist dringend wichtig, dass ihr immer in die Tiefe geht, um die Dinge zu prüfen, die euch auferlegt oder aufgetischt werdet. Und so bin ich bei jedem von euch, bei dir, ich bin anwesend, um das Licht zu unterstützen. Und die Energien des Lichtes, sie stehen für alle Menschen zur Verfügung und sie sind bereit, in jedem Herzen die Herzenstüren zu öffnen, damit die Menschen genau erkennen können, was gut ist und was schlecht ist. Es findet gerade eine Verschiebung auf der Erde statt. Das Schlechte wird für gut erklärt. Und das ist etwas, was der göttlichen Ordnung nicht entspricht. Denn dadurch versucht man, euch zu blenden, euch in das Licht zu führen und zu manipulieren. Das Schlechte kleidet sich mit Licht und versucht so viele Menschen zu täuschen. Aber ich, Erzengel Gabriel, ich weiß, dass ihr, die ihr heute hier seid, ein sehr gutes Gefühl dafür habt, wo die Liebe liegt und wo das echte Licht liegt.
denn das echte Licht, das trägt die Liebe und alles, was in Liebe geschieht, das ist die reine Wahrheit. Und alles andere, was aus niederen Gründen lichtvoll gekleidet wird, das ist die negative Seite, das ist die große Manipulation. Und ich weiß, dass ihr das erkennt und dass ihr das wisst und dass ihr dieses Wissen weitertragen werdet, sodass noch viel mehr Menschen davon erfahren werden, wie sie das Dunkle erkennen können und wie sie das Lichte erkennen können. Denn ihr lebt in der Dualität und immer beide Seiten sind wichtig zu erkennen. Und so habe ich voller Liebe heute zu euch gesprochen. Und jedes meiner Worte hat eine sehr starke Energie getragen, die bei euch sein wird und euch unterstützt. Und so habe ich euch in Liebe und Licht eingehüllt und gezeigt, was es bedeutet, wenn ein Engel voller Liebe zu euch spricht. Und so danke ich jedem Einzelnen von euch, dass ihr heute hier wart und zugehört habt und verabschiede mich voller Liebe, voller Dankbarkeit. Bis zum nächsten Mal mit den Worten von Smarana. Und ich danke Erzengel Gabriel für diese Worte und ich danke dir, für deine Aufmerksamkeit und ich wünsche mir, dass Frieden kommt, dass die Menschen das echte Licht erkennen und dem Frieden ihre Kraft geben. So soll es sein. Eine Herzensumarmung. Wir sehen uns zum nächsten Video.